12. Juli 1995. 30.000 bosnisch-muslimische Flüchtlinge hoffen auf Schutz durch die UN. Es ist der Vortag des Massakers von Srebrenica. Hassan Nuhanovic ist damals einer der Dolmetscher der niederländischen Blauhelmsoldaten. Er arbeitet auf dem Stützpunkt Potocari, einer ehemaligen Batteriefabrik. Auch er war zuvor jahrelang auf der Flucht. Das ist der Ort, an dem eine Gruppe von 6.000 Flüchtlingen gerade mal 48 Stunden lang bleiben konnte. Als sie hierher kamen, sagten ihnen die Holländer aber natürlich nicht, dass sie bald wieder gehen müssten. Es hieß, bleibt bei uns, dann seid ihr sicher. Während serbische Soldaten draußen schon über die ersten Flüchtlinge herfallen, wähnen sich die Menschen auf dem UN-Stützpunkt noch in Sicherheit. Hassan Nuhanovic hat ein Buch darüber geschrieben, was nur wenig später passiert. Wie es zum Genozid kommt, mitten in Europa. Und die Welt dabei tatenlos zuschaut. Die Serben waren da drüben, direkt hinter dem Stacheldrahtzaun. Sie waren bewaffnet und sie schauten zu mir rüber, immer wenn ich hier entlang lief. Allen war klar, wenn du rausgehst, dann bist du tot. Wenn du hier drin bleibst, dann bist du sicher. Am 12. und 13. Juli gibt es die ersten Übergriffe. Ratko Mladic und seine Soldaten suchen sich unter den Flüchtlingen vor dem Lager erste Opfer. Männer ermorden sie, vergewaltigen Frauen. Unter den Augen der UN-Blauhelme. Die greifen aus Angst nicht ein. Die Flüchtlinge in der Halle ahnen nichts. Dann treffen Mladic und der holländische Kommandant eine grausame Entscheidung. They said, tell the people that they should start going out. Die UN-Blauhelme sagten zu mir, übersetzt den Menschen hier, dass sie jetzt die Halle verlassen sollen. In Gruppen zu jeweils 5 Personen. Das tat ich. Tausende Menschen schauten mich an. Ich war mittendrin und wusste, das ist ihr Todesurteil. Durch das Spalier der Blauhelmsoldaten laufen 6.000 Flüchtlinge zum Ausgang des UN-Stützpunkts. Die Prozedur dauert Stunden. Die Menschen hatten keine Wahl. Sie mussten aus der Fabrik raus, weil es ihnen die Holländer befohlen hatten. Sie verließen das Gelände. Ich bin mir sicher, dass den meisten von ihnen klar war, dass sie ermordet werden. Sie liefen direkt in ihren Tod. Denn vor dem Zaun stehen die serbischen Soldaten. Sie selektieren. Männer von Frauen. Selbst 12-jährige Jungen sind dabei. Die dürfen nicht bei ihren Müttern bleiben. Auf dem UN-Stützpunkt sind jetzt nur noch 3 Flüchtlinge, Hassans Eltern und sein 20-jähriger Bruder. Hassan Nuhanovic hat sie zu sich in einen Raum der Blauhelmsoldaten gebracht. Meine Familie war genau hier. Und dann sagten die Holländer mir wieder, Hassan, übersetz mal, sag ihnen, dass sie das Gelände jetzt verlassen müssen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Das waren exakt ihre Worte. Hassan will seine Eltern begleiten, doch die bitten ihn, dass wenigstens er in Sicherheit bleiben soll. Dann der Abtransport in Bussen. Kurz danach sind bis spät in die Nacht Maschinengewehrsalven zu hören. Hassan, der als Dolmetscher auf dem UN-Stützpunkt bleiben darf, weiß, was das bedeutet. Die Blauhelmsoldaten sind froh, feiern, dass die Flüchtlinge weg sind, sie das Lager nun aufgeben und sich zurückziehen können. Einer von ihnen kam mit einer Stange Marlboro und einigen Dosen Heinekenbier. Ich weinte. Ich wollte sterben. Ich dachte daran, mich umzubringen. Und da kam dieser holländische Soldat und fragte mich, ob ich eine Schachtel Zigaretten und ein paar Bier wollte. Ich heulte nur noch. Meine Familie hatten sie rausgeschmissen. Die Serben würden sie töten. Und er sagte nur, okay, und ging. Gegenüber dem ehemaligen UN-Stützpunkt liegen sie jetzt begraben, die Opfer von Srebrenica. Bisher wurde weniger als die Hälfte von ihnen gefunden. So wie Hassan haben auch diese Frauen ihre Familie verloren. 8.376 Menschen wurden ermordet. Meine Mutter wurde in unserer Heimatstadt ermordet, die 50 Kilometer von hier entfernt liegt. Man hat sie in ein Gefängnis gesteckt und dort umgebracht. Über meinen Bruder weiß ich gar nichts. Und der Körper meines Vaters wurde vor einem Jahr exhumiert.
Nach dem Bericht der Gerichtsmediziner fehlten große Teile seines Schädels. A large part of his skull is missing. Die Wunden des Krieges. Hasan Juhanovic lebt heute in Sarajevo. Er arbeitet immer noch als Übersetzer in einem Beruf, den er seit damals hasst. Im bosnischen Büro der Deutschen Gesellschaft für bedrohte Völker erzählt er von seinem Gerichtsprozess. Hasan hat den holländischen Staat verklagt, weil dessen Soldaten damals seine Familie und die anderen Flüchtlinge im Stich gelassen haben. Doch der ehemalige Kommandant der UN-Blauhelme leugnete die Vorfälle. Vor kurzem das Urteil. Das Urteil des Gerichts von Den Haag sagt, dass die holländischen Soldaten keinen der Flüchtlinge dazu aufgefordert hätten, das Lager zu verlassen. Niemand von ihnen habe sie in die Hände der Serben übergeben. Und das ist einfach gelogen. Jahrelang hat Hasan Juhanovic darum gekämpft, den einstigen UN-Stützpunkt zum Gedenkzentrum zu machen. Fotos der Opfer und Funde aus den Massengräbern erinnern an das, was an jenem Tag im Sommer 1995 geschah. Dieser Ort erzählt die Wahrheit. Und die Serben wissen ganz genau, was passiert ist. Ich hoffe, dass sie ihre Kinder, die zu dieser Zeit vielleicht gerade geboren wurden oder noch nicht einmal auf der Welt waren, hier hinschicken. Sie sollen diesen Ort besuchen und der nächsten Generation davon erzählen. Wenn das nicht passiert, dann wird Bosnien für immer gespalten bleiben. Bisher sind es nur Schulklassen aus dem muslimischen Teil Bosniens, die den ehemaligen UN-Stützpunkt besuchen, wo der größte europäische Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Anfang nahm. Den Ort, an dem die UN-Friedenstruppen komplett versagten.